So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Und es ist passiert, danke an Jenaya. Ich habe nun die Möglichkeit, das Knabemalz zu testen, beziehungsweise es ist schon so lange her jetzt, dass ich die Dosen habe, dass ich sie mittlerweile selber auch im Handel gesehen habe. Aber Jenaya war so lieb, sie hat Knabemalz entdeckt, hat mir da 3 Dosen mitgebracht, mitgebracht, ich habe keine Ahnung mehr, es ist ewig her, weil jeder hat davon geredet, ich habe es im Fanshop gesehen, ich wollte es mir bestellen, es war überall ausverkauft, dann ist es in den offenen Handel gekommen, überall, nur nicht bei uns. Jetzt am Geburtstagswochenende im Norma oder im Penny oder im irgendwas, ich glaube es war im Penny, da stand plötzlich Knabemalz und dann habe ich dran gedacht, ach so, du hast doch auch noch deine Dosen Knabemalz und möchtest die jetzt endlich mal probieren. Erstmal für Thumbnail will ich das mal kurz hier reinhalten, irgendwie so, dass man das sieht. Oder halt so, ich habe keine Ahnung. Knabemalz, Kabelmann. Die Dosen sehen nämlich richtig genial aus. Erstmal schon allein dieser Schriftzug hier. Knabe. Guckt euch das doch mal an. Sieht das nicht genial aus? Sticht das nicht ins Auge? Da kann Montana Black einpacken. Knabe Malz. Dann drehst du es um. Dann hast du hier nochmal Knabe Malz. Hier hast du noch ein schönes Logo drauf. Hier hast du die Visage von dem Typ da mit dem Bart und der Brille. Ist das nicht Hand of Blood? Hands of Blood, ja? Hier steht erst knackt's, dann knallt's. Mit Knabe Malz. Ich kann euch leider jetzt gar nicht das ganze Ding irgendwie so sagen. Hands of Blood macht ja irgendwie Streams, Gaming-YouTuber, verkleidet sich immer, ist immer voll in seinem Element drin, macht immer genau irgendwas, hat auch jetzt Wrestling-Videos Roy Rumbles da gemacht, das war auch immer sehr cool. Und der spielt alle möglichen Simulatoren und so auch durch, wo er auch übelst drin abgeht. Jeder kennt ihn eigentlich. Hand of Blood, Honey, wie auch immer, keine Ahnung. Die haben aber irgendwie so einen Verein, einen League of Legends Verein, Eintracht Spandau heißt er, glaube ich. Ich erzähle bestimmt Quatsch. Und da ist der Präsident, der von dem Verein der Vorsitzende ist, der Knabe, der Max Knabe, ist das richtig? Und der hat, die haben eine Werbung gemacht und haben dann gezeigt, einfach weil sie dachten, das ist lustig, ein richtig altes, genialen Spot rausgebracht und dann Knabemalz beworben, während jeder ja ihr Eistee rausbringt oder irgendwelche anderen Sachen, irgendwelche Energy Drinks oder so, hat sich der Hand of Blood gedacht, er bringt Knabemalz raus. Was mich jetzt auch irritiert, hier steht, herbe Würze trifft eine Note von Karamell, Zutaten, alkoholfreies Pilz. Ich habe ja schon öfters mal Malzbier getrunken, so hier Sternburg Doppelkaramell oder Fietermalz oder hin und her. Ich habe noch nie hinten drauf geguckt, was da eigentlich steht. Entweder ist mir nicht bewusst, dass das aus normalem Bier ist, aber halt alkoholfreiem Bier und dann nur noch Zutaten und Zusätze zu und richtig Gerstenmalz, richtig brutal. Hier steht aber noch was mit Fructose-Sirup auch, also wie entsteht überhaupt Malzbier? Ich dachte, wenn ich jetzt hier lese, da ist einfach alkoholfreies Pilz als Grundlage. Und dann natürlich, warte mal, wo gehen die Klammer zu? Dann nochmal Wasser, dann nochmal Glucose, Fructose-Sirup und dann nochmal Gerstenmalz, ganz groß und fett, aber in dem alkoholfreien Pilz, das besteht ja auch schon aus Wasser, Gerstenmalz, Gärungskohlensäure, Hopfen und Hopfenextrakt. Also ist das richtiges Bier, aber halt alkoholfrei. Und dann irgendwie versetzt, dass es ein herb-würziges Karamell-Malzbier ist. Oder ist sowieso jedes Malzbier eigentlich auf Grundlage eines Pilzes? Ich habe keine Ahnung. Ich möchte jetzt einfach mal aufmachen. Malztrunk, alkoholfrei. Hier ist auch nochmal eine Unterschrift. Einfach Schmagofatz steht hier nochmal drauf. P-Knabe? Heißt ja gar nicht Max, heißt ja Beda oder was? Oder soll das der Präsident Knabe sein? Es ist auf jeden Fall Wucht. Ich mach's mal auf. Erst knackt's. Dann knallt's. Ach du Scheiße, ja, es knallt wirklich. Nämlich der ganze Tisch läuft gerade zu. Das ist Knabemalz, meine Damen und Herren. Komm, wir probieren jetzt aber mal kurz einen Schluck aus der Dose.
Oh mein Gott, was ist passiert? Schmeckt wie Malzbier. Ich würde jetzt keinen extremen Unterschied zu normalem Malzbier irgendwie finden. Also es scheint jedes Malzbier, jedes normale Malzbier aus einem Pilz heraus zu entstehen irgendwo eher und dann irgendwie, ja. Aber weil mir Malzbier ja schmeckt, ab und zu, wenn man das Eis gekühlt und dann auch noch aus einer Dose, ich kenne das immer nur aus Flaschen. Flaschen lässt sich wieder schlecht trinken. Flaschen werden irgendwie beim Trinken sind nicht so angenehm kühl, ist nicht so toll. Malzbier aus Dosen kenne ich gar nicht, weil ich trinke ja kein Fiedermalz. Wenn, dann trinke ich ja wirklich nur, ne, hier so Sternburg Doppelkaramell oder so, habe ich mir immer mal gegönnt oder das Oettinger Malz. Warum das jetzt so übergeschäumt ist, ich habe keine Ahnung. Was da der Grund ist, wer weiß es, vielleicht ist es auch schon wieder verdorben, da muss ich gleich wieder ins Krankenhaus. Ach nee, das war ja der Zai, der ist ja ins Krankenhaus. Weil wir hier ja aber jetzt schon abgetrunken haben, einen Schluck, möchte ich nochmal eine Dose aufmachen. Erst knackt's, dann knallt's. Ne, da knallt nix, guck. Denn ich möchte ja jetzt auch einen Schack machen und mir mal eine ganze Dose ins Ernesto-Glas einfüllen. So. Das sind dann die vollen 0,5 Milliliter einfach von dem Knabemalz, damit ihr das richtig schön in dem Glas seht. Das Dosendesign ist auf jeden Fall hervorragend, feiere ich. Die Farbe, guckt es euch an, wie tiefschwarz brutal diese Farbe aussieht. Das feiere ich. Wenn ihr es auf den Tisch kippt, guckt es euch an, wie es ausschaut, das feiere ich. Da sind jetzt zwei Dosen hier. Ich finde es gut, ich finde es gut. Und dass es Malz aus der Dose ist, die Idee dahinter, ich feiere das, ich feiere das. Ich habe jetzt zwar ewig nichts mehr geguckt von ihm und mitgekriegt, ich kann mich ja für nichts interessieren, außer für mich selbst manchmal. Aber ich wollte das unbedingt probieren. Wir probieren mal, ziehen wir es mal kurz weg. Das sieht gut aus, hier schwimmt nichts mehr. Der Tisch sagt, nö, der Fleck ist jetzt da. Da muss man auch nicht weiterlaufen. Finde ich gut, der Tisch macht auch mit. Kohlensäure, der Burp, alles perfekt, alles. Erst knackt's, dann knallt's, dann burpt's, dann stinkt's, dann ist der ganze Tisch klebrig. Das ist Knabemalz, das ist richtig brutal. Ich habe jetzt noch hier die angefangene Dose, da werde ich nochmal einen Schluck nehmen. Die dritte werde ich mir aufheben und würde fragen: Habt ihr schon mal Knabemalz probiert? Schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Ich würde es nochmal kaufen. Ich weiß gar nicht, wie teuer das ist. Ich habe gar nicht auf den Preis geachtet. Wenn es nicht viel teurer ist wie ein normales Malzbier, würde ich jetzt immer Knabemalz trinken. Wegen dem Design, wegen der Dose, wegen der Frische, wegen dem Burp. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Boah, jetzt ist mir schlecht.